ins Mikrofon, Mikroskop gucken? Ja, ne? Ins Mikrofon gucken. Geh da raus! Geh da raus! Kann ich das! Morgen, Jungs. Und natürlich morgen, Mädels. Oh, als mal was Neues einfallen lassen. Als Gleichberechtigungsbeauftragter hier. Wir spielen heute... Du musst aber auch Beauftragte und Beauftragter sagen. Ich bin der Beauftragte. Ja, es ist eine allgemeine Berufsbezeichnung. Ach so. So, wie dem auch sei, es gibt ein kleines Update zu Box of Horrors. Das ist jetzt die Version 0.7. 0.7, ne? Ja. Ja, Chainstock relativ unspektakulär. Naja, was heißt unspektakulär? Wir haben ein neues SCP, ja. 020. Wir haben das mal nachgewikipediert. Was ist es? Ein pilzartiges Wesen? Eine Infektion, eine Pilzinfektion. Ein Organismus. Schnell ausbreitet. Schaut aus wie so Super-AIDS auf der Haut. Und ja, wir wollten eigentlich eine User-Map spielen, aber Chris L. war es? L. Chris? Ja. Der wollte sie uns schicken und hat uns aber den Link nicht geschickt. Du musst uns den Link schicken, wo wir es downloaden können. So geht es nicht. Ja, deswegen ja, spielen wir jetzt einfach mal so normal, random und gucken, was das Update hier für Neuerungen für uns bereithält. Intro, machen wir. Nope. Nein? Achso, warte, wir haben eine neue Version. Ja, aber da stand nichts. Na, gut, machen wir. Scheiß drauf. Ist doch egal. Ja, YOLO. Jedenfalls haben wir mittlerweile, wie viel hast du gesagt? 253? 253 Abonnenten. Das heißt, wir haben die 250 geknackt. Aber. Jetzt lassen wir die Korken knallen. Aber wir haben kein Special geplant. Leider. Ja, ab 1000, oder? Hätte ich gesagt. 1000, nein, ich würde sagen, dass man 1000. So. 1000. Es ist so. Es ist vierstellig. Ja, aber 500 ist auch gut. Das heißt, bei 500 gibt es wieder ein Special und einen Livestream kann man demnächst vielleicht auch mal wieder machen. Wir müssen jetzt mal erstmal im Auge behalten, wie das mit Howling weitergeht. Ab wann es sich wieder spielen lässt. Ja, das ging ja nicht letztes Mal. Ja. Und. Es ist immer noch die Musik aus dem Menü. Jetzt ist weg. Okay. Komisch. Muss hier noch zu Ende gespielt werden. Aber das wurde jetzt scheinbar gefixt. Weil sonst hat es immer so ein paar Sekunden gehangen, wenn du ein Dokument aufgemacht hast. Und es ging jetzt ziemlich. Aber er zählt immer noch. Ja, der ist halt nervös. Sein erster Arbeitstag. Guck mal. Mach mal ein bisschen lauter. Nur ein bisschen. Okay. Ja, den Rest vom Changelog, weißt du den noch? Das war das SCP und noch zwei andere Kleinigkeiten. Ja, das SCP ist am wichtigsten erstmal so. Ja, das andere war ziemlich unspektakulär. Irgendwas mit Night Vision Goggles war noch. Okay. Und noch irgendwas. Naja, vielleicht sehen wir es ja. Night Vision und Safety Goggles oder sowas. Geräusch gehört? Ich glaube, das ist normal. Und quietschen? Ich glaube, das ist normal. Voll hell irgendwie. Wir sind voll hell in der Kamera. Ja. Freiwillige? Der macht's, jawohl. Na, gehen wir mal raus. Wir fragen noch, was passiert hier, ne? Ja. Man weiß ja nie. Secure, contain, protect. Der normale Wahnsinn. Geht schon jetzt wieder durch die Tür. Kann man den. Schau mal, musst du da durch die Tür quietschen. Kann man das 173er eigentlich töten? Weil die schießen drauf. Aber die müssten eigentlich wissen. Nee, man kann es. Guck mal, die Batterie liegt da unten. Man kann es containen, ne? Containen, zumindest. Der Nighthead Fox kann es containen. Töten kann man es scheinbar nicht. Hat die Ability, hat er. Die Ability. So, haben wir. Wo gibt's denn dieses Ding?
Müsste es nicht da irgendwo sein? What? Dieses Clipboard. Das liegt normal da links oben drauf. Aber da ist es nicht. Da liegt kein Clipboard. Hast du es vielleicht schon? Nee. Nein, eben nicht. Ja, komisch, haben sie es abgeschafft. Tja, Change Nummer 3. Kein Clipboard mehr. Oh, da liegt ein Zettel. Aber das ist auch dieser Raum mit dem Porträt. Bild, ja, da ist ein Bild, glaube ich. Ja, ja, da ist die Staffelei. Ja, will ich nicht. What's going on? Der ist da drin. Das sag ich dir. Tot? Hä, wo? Der war noch im Raum davor. Okay. Ach so. Und die Karte hier bringt gar nichts. Schon drei Zettel, ey. Damit du es weißt. Die Zettelwirtschaft. Da ist jetzt drin. Ja, die Zettel. Was soll denn die Musik? Voll strange. Spielt die irgendwie zweimal? Sieht an wie so eine Orgel irgendwie. So ein Horrorschloss, wo so ein. So wie der Davy Jones. Davy Jones von Fluch der Karibik. Ja. Der spielt auch auf seiner Orgel. Wirklich komisch. So. Wir lassen uns nicht beirren und gehen nach links. Links? Rechts. Okay, rechts. Du bist immer rechts, genau. Ich bin rechts, ja. Da geht's rein. Was da denn schon wieder? Du hast schon wieder das Gemälde? Nee. Meinst du? Ey, die Musik soll mal aufhören. Nein, kein Gemälde. Dann weiß ich nicht. Voll der nutzlose Raum, ey. Da kann man nicht. Doch, komm. Ja, super. Dann hätte man sich das echt schenken können. Am Arthur. Okay. Ah, okay. Hab ich eine Gasmaske? Wie du genau gestoppt hast. In dem Moment, als das Bild aufgeblitzt ist. Ja, du gehst einfach rein. Hallo? Da steht er. Ja, ich seh's doch. Blinzeln! Jetzt. Ich muss ihn da raussaugen. Ja, mach das. Muss da drin sein. Shit, wo ist er jetzt? Ist er jetzt. Junge, Junge. Scheiße, der Abstand ist doch viel zu klein, oder? Da ist er. Mausbug. Nix. Box of Horrors gibt kein Mausbug. Echt? Was finde ich? Kann mich erinnern, dass wir den da hatten. Aber diesen. Was wollte ich jetzt sagen? Diesen hast du gesagt. Ja. Nee, diesen Bug, dass es hängt, wenn du Dokumente aufmachst, dann hat es ja auch nicht. Vielleicht hat er auch den Mausbug gefixt. Mhm. So. Wer entwickelt eigentlich diese Box of Horrors Mod? Wird ja wohl nicht Regalis sein, oder? Nee. Sonst wäre es ja Blödsinn irgendwie. Können wir das gleich integrieren. Oh, hast du gesehen? Da wurde ja letztens ein Video hochgeladen von diesem Forest. Das habe ich gesehen. Ziemlich cool irgendwie. Da muss jetzt stehen. Ja. Und das heißt, bald kommt eine neue Version. Vom Hauptspiel. Junge. Nicht gut. Tatsächlich. Wie machen wir das jetzt? Achtung! Du kannst ihn nicht einsperren. Da muss er durch, scheiße. Warum ist er jetzt da drin? Weiß nicht. Er hat irgendwas aufgemacht, Junge. Hä? Ah! Der macht echt auf, Junge. Der hat auf der anderen Seite den Knopf gedrückt. Meinst du? Ja, natürlich. Was soll er sonst machen? Ist ja nice.
Ja, was macht er jetzt? Steht da und drückt immer, oder was? Wo ist er jetzt? Ist er jetzt drin? Ich glaube nicht. Aber die Musik hat aufgehört. Ach, scheiße. Nein. Die Loop war nur zu Ende wahrscheinlich. Jetzt scheitert es in so einem blöden Raum, ey, hier. Wo fuck? Junge. Du musst ihn da durchlocken am besten. Ah, der steht schon da. Das ist gut. Fuck. Nein, der bleibt an den Türrahmen stehen, glaube ich. Ja, und beim nächsten Moment bin ich tot. Nee. Der ist zu blöd, glaube ich. Gleich erschreck mal. Ich erschreck nicht. Oh Gott, steht er links oder rechts? Links, ne? Fucking creepy ist das nur. Junge. Mach Sachen. Was machen Sachen? Ist er da? Steht er da, ja. Ach du Kacke. Ey, was machen wir? Machen die Tür mal zu. Ist die Tür zu? Keine Ahnung, ich bin zu. Okay, genau. Ich erschrick mich. Zitat Philipp Viering. Ja, ist doch egal jetzt. So. Thomas! Ich will mal einen Start drin ein. Boah, Gott. Oh. Das ist mir warm. Adrenalin. Wir sind rechts gegangen. Dann gehen wir jetzt da lang. Oh. Ah, das ist der Baum, der ist. Ja, wie safe. Kommt man da jetzt eigentlich rein, hä? Der kann doch hier Items hier duplicaten und so. Warte mal, letztes Mal hat es doch dann auch die Tür schnell. Ja. Ah ja, genau. Hä, wie geht denn das mit der Door Control? Das hätte man vielleicht mal rausfinden sollen. Und diese scheiß Melodie im Hintergrund, echt. Trägt es mich auch langsam auf. Das ist echt unnötig. Da kommen wir ja nicht rein. Das ist hier gut gesichert, Level 4 oder 5. Wie ich mir gedacht habe. Hochsicherheitstrakt. Also alles andere haben wir jetzt abgecheckt. Und da kommen wir dann her. Schmeiße ich mal was, damit ich nicht so viel tragen muss. Also geradeaus war der Baum, ne? Oh, gut. Das ist gut. Ein Sprudel. Ja, vielleicht geht es ja hier wieder, dass man mehrere Items reinschmeißen kann. Nee. Oh, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Durch die Wand geklippt. Weg ist es. Nee. Das Ding erinnert mich irgendwie an Pokémon, ne? Kennst du das noch? Das wo dieser Bill reingeht und auf der anderen Seite als Pokémon wieder rauskommt. Kennst du das noch? Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst, ja. Das ist mir gerade irgendwie eingefallen. Und Navi. Scheiße. Boah. Nein, Junge. In dem Ding verschwinden die alle einfach. Wir haben jetzt keinen Navigator mehr, oder was? Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, dann tu bitte nur eine Sache rein, sonst sind wir gleich alle Items los. Das ist wie in der Waschmaschine, wenn die Socken verschwinden. Ah, da ist er. Alter! Alter! Man ist erschreckt. Ein Navigator! Der Navigator da liegt. Vorsicht. Lustig wär's doch. Aber wo ist unsere Karte? Karte ist weg. Ja. Also da krieg ich den Ding dazwischen. Ja. Auch gut. Vielleicht ist die Karte irgendwo oben. Der steckt da einfach drin, Junge. Na gut. Ja, mach sie durch. Kommt so ein Typ raus. Hallo, ich bin Bill. Kannst du mich bitte zurückwandeln? Ach so. Ja, wir haben schon länger nicht mehr gespielt.
Aber. Zwei Karten. Die lagen irgendwo. Lagen übereinander, wahrscheinlich geht's doch. Ja gut, egal. Mach 1 zu 1 und dann fein, oder? Oder nur fein. Den brauchen wir jetzt noch. So, Junge. Ja, die Gasmaske brauche ich jetzt auf jeden Fall mal very fine. Very. Very good. Und dann die Karten mache ich danach fein, wenn es nicht geht. Das jetzt? Ach, die Karten lagen drunter. Ich dachte schon, das sind zwei Gasmasken. Aber die Karten gehen. Auch very fine. Ja, aber das war fein, hätte ich gesagt. Ja. Guck mal, sonst stand immer, it is easier to breathe. Na gut. Also war es nur fein. Mhm. Und dann? Mal Level 3. Wenn wir Glück haben. Ich möchte irgendwie hinter das Teil laufen. Sag, dass dem legal ist halt mal. Ja. Das würde mein Spielerlebnis so bereichern, wenn ich hinter diesen Apparat laufen könnte. Mein Erlebnis würde es bereichern, wenn sich die Zahnräder noch drehen würden. Das auch. Und dann können wir sie noch von hinten anschauen, wie sie sich drehen. Und nicht so eine 2D-Textur, sondern so richtig. Ja, klar. Hast du es jetzt gemacht nochmal fallen? Ja. Aber nur mit einer, oder? Beide. Och man, Junge! Nein, nur eine. Lass mal gut sein. Die können wir jetzt schreddern. Wenn es geht. Geht aber nicht. Der da. Flatsch! So. Ah, schauen wir mal da lang. Wo ist das? Yeah. Oh, sei mal vorsichtig, das schaut komisch aus. Da liegt ein. Was liegt da? Dokument 13. Ist das ein Dokument? Ja. Yeah. Das ist da. 1074. Schwarz. Das sind 1074. Der Text aber nicht gut. A Portrait Size, achso, das da ist es. Okay. So, was sagt der da? Hä? Das hatte ich doch gerade eben. Da liegen lauter Dokumente. Nochmal da. Willst du mich verarschen? Ist das 2074 oder was? 1074. Hat nicht auf eine Seite gepasst, ja. Scheiß Dreck. Was ist denn das jetzt? Ah, das ist Clipboard aber. Ah. Ja, da machen die extra einen Raum kann, für. Kann ich die ja doch alle wieder mitnehmen. Yeah. Die Karten, oder? Was? Seit wann ist dann in Level 2 gekickert? Wo kommen die jetzt her? Boah, keine Ahnung, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Die lag da, oder? Echt? Die ganze Zeit? Keine Ahnung. Weil die andere Karte, die ich habe, die ist ja jetzt eine Mastercard. Stimmt, die lag da, aber du kannst ja gar keine hingeschmissen haben. Ja, eben. Die lag da einfach. Da muss man. Oder du hast gecheatet. Der Gang schaut irgendwie böse aus, so dunkel am Ende. Wo da ein Licht ist, das war unlogisch. So, ja, kommen wir da mit Level 3 rein. Yeah, da waren wir doch schon mal drin, gell? Guck, da ist doch Blut. Ja, das hat sich gerade ausgebreitet, das Blut. Gerade, just in dieser Sekunde. Da kannst du die Spritze nehmen. Oh, schade. Und ins Mikrofon, Mikroskop gucken? Ja, ne? Mikrofon gucken. Geh da raus! Geh da raus! Kann ich das? Oh mein Gott! Junge, was ist das so? Kann der aufmachen? Hoffentlich nicht, oder? War dieser Doktor da hinten drin? Pass mal auf, der kommt! Stand dieser Doktor da hinten drin? Da hinten war irgendein helles Gesicht oder sowas? Jetzt können wir da nicht mehr rein. Oder können wir ihn rauslocken? Aber der ist ja auch langsam. Oh. Aber wenn wir ihn rauslocken, dann ist er die ganze Zeit da draußen. Oh. Meine Haare stellen sich gerade auf. Die standen vorher schon. Ja, ich spüre dich so, wie du eine Gänsehaut bekommst, so aber am Kopf. Kalten Schauer. Also komm, geh mal. Das ist ja creepy as hell. Ja, wir schauen uns in der Ding nochmal an.
Ich hab's doch nicht gesehen, aber kann schon sein. Da hinten, da war irgendwas. Der ist immer da, wo die. Und das ist ja auch, der ist ja auch ein Doktor, ne? Medical Bay. Gott. Oh, da ist ein Doktor, ne? Ich geh nicht mehr in dieses Medical Bay rein. Da. Nicht. Nicht. Warnung. Hier wartet der Tod. Jo. Da war, was soll der nochmal sein? Der Schlüssel, glaube ich. Ah ja, und der ist weg. Aber wir haben den schon mal gefunden, gell? Echt? Ja doch, haben wir doch. Ja, im Livestream nicht, oder? Wenn nicht, oder? Wenn du das sagst. Ich sag viel wieder Tag lang. Hier ist nichts mehr. So. Langweilig. Ja. Guck mal. Sollte das nicht der Ultimate jetzt sein? Snarf. Wir haben den nicht durchgejagt. Der Snarf 300. Ja. Gehen wir da nochmal rein. War da irgendwas drin? Ja, der Tod. Wir wurden ordentlich da reingeportet und dann waren wir tot. Als wir ihn angefasst haben. 2 Medikit. Diese Musik. Na, ich ignoriere die schon mittlerweile. Jetzt aber nicht so lange da bleiben, gell? Boah, ist ein Stapelblätter, oder? Nee, geht nicht. Kann man nicht. Was sich der Schädel selbstständig macht. Ja, bloß wo sind wir jetzt? Mach das da. Der Flattermann. Aber irgendwie schaut es hier anders aus, oder? Hier ist ein Radio. Das sehen wir da. Ja. Der Radio ist jetzt. Das Schaltpult da drüben. Das ist, nee, das ist auch immer da. Das ist auch immer da. Da hat ja gar nichts geändert. Alles normal. Voll normal, Junge. Hörst du das Schnaufen? Das sind wir selber, oder? Nee, du hast ein. Oh ja, das höre ich, ja. Das hat. Das ist der Doktor. Oh, das ist der! Kommst du an ihm vorbei? Ja! Junge, und der Doktor? War jetzt auf, nicht, dass der da auch rumläuft, Mann. Der ist nämlich schlimmer. Ja, da war. Schau weg! Alter, der ist ausgebrochen, der Pisser. Der hat doch mit der Keycard zugemacht. Der Zombie. So mit der Karte durchgefahren. Echt fies, aber ich würde da jetzt nicht zu lang. Ne, das ist blöd, da kommen so böse Viecher. So ganz böse Typen kommen da. Also ja, war da nicht weiter. Irgendwas im Changelog mit dem Ding? Keine Ahnung, Mann. Oh, nicht der ist auch noch. Ja, was machen wir jetzt? Da drüben kommt der andere. Du kannst ihn herlocken, ja. Pass auf, der Zombie kommt. Ich glaube, mit dem haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ja, nicht so schnell. Wie wir. Oh, ist das eine Sackgasse? Ne, ist so ein. Der Ding, Übergang, oder? Ja. Alter, wieso flackert das so scheiße dunkel? Hä, seit wann taucht der in diesem. In dieser Pforte auf? War sonst nie, oder? Kann doch überall auftauchen. Ja, echt? Ah, da kommen wir noch nicht hin. Also heißt, da können wir nur lang. Gefällt mir nicht. War ja klar. Und bis jetzt kam noch kein Mausbug. Und auch noch kein 106. Weißt du, was geil wäre? Wenn du so die Abdrücke von ihm dann so in der Wand. Das wäre richtig geil. Richtig geiler Effekt. Oh, da können wir ihn containen. Wenn ich das da dann da draußen steht, wenn ich wiederkomme. Naja, können wir da reinlocken. Kann er auf seinem Catwalk laufen. Ach, wie ein Model. Die Episode schickt mich schon wieder. Ja, es kommt immer. Echt? Ist das nicht der Zombie? Nee, so heftig ist das nicht. Bis der die Treppe runter gehumpelt ist, ey. Also wir können ja noch da unten ausweichen. Level 4. Das ist gut. Sollen wir die Folge vielleicht splitten? 25 Minuten schon. Noch geht's. Wir gucken mal. Wenn wir eine Stunde spielen, dann auf jeden Fall.
je nachdem, wie interessant die zweite Hälfte ist. Wenn sie nicht so interessant ist, dann lassen wir es zusammennehmen. Sonst hätten wir eine komplett langweilige Episode. Das wäre auch nicht so geil. Tatsache. Ja. Und die Zuschauer dann können dann einfach entscheiden, wann sie aufhören wollen zu gucken. Das ich würd vielleicht an dem Schalter stehen. Für den. Ja, vielleicht, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt geht's zum Schalter. Ja. Oh. So, contained. Contained, du Schwarzer. Ja, das ist noch ein Zettel, den können wir noch mitnehmen. Wie viel Platz haben wir überhaupt? Ja, wir haben noch einen. Holzkohle. Dr. Holzkohle? Ja. Ja. War das ein minimaler Mauspack oder war ich das? Ich weiß es nicht. Es war kein 360, es war ein 180 vielleicht. Ich brauche mal hier wieder ein bisschen Staminer. Staminer. Korrekte Aussprache, ja. Ich weiß nicht, wie die korrekte Aussprache lautet. Ich glaube, von rechts kommen wir jetzt her, ne? Nee? Doch, ja, da müssen wir jetzt dahin. Weil da hinten waren wir auch noch nicht. Da in dem Raum da. Willst du da hin? Ich weiß nicht, wenn da das Ding ist, dann will ich da eigentlich nicht hin. Geh mal rein. Gleich bin. Bist du blöd? Ja, was ist denn, da stand da nicht. Ja, hast du noch gar nicht gesehen. Ach, da war der Ding in. War schon. Scheiße, Mann, wenn der blöde Zombie jetzt wieder kommt. Der Computer war da. Und in dem Raum war noch nicht drin. Deswegen ist er noch ausgegraut. Kann man sich eigentlich. Man kann sich doch SCPs spawnen, ne? Ja. Kann bestimmt noch Zombies spawnen. Das ist bestimmt lustig. So, wenn der Doktor jetzt da oben war. Was ist dann da unten? Was ist dann da unten? Verfickt nochmal. Wahre Gefahr lauert hier unten. Ja, der Zombie liegt wahrscheinlich da unten. Ja, ne? Ja, aber nur einer vielleicht, hä? Der andere liegt da drin. Und der Arzt kommt erst raus, wenn man da reingeht. Aber wir probieren es nicht aus. Dazu habe ich jetzt keinen Nerv. Der andere Zombie liegt da drin, ernsthaft? Ja, da war nichts. Doch. In dem. Ah ja, okay. In der Zelle da oder so ähnlich. Wollen wir nachgucken? Ich habe jetzt kein so großes Verlangen danach. Genug Zombies für heute. Na, da haben wir ja Contained. Das wäre jetzt eine kleine Überraschung, wenn jetzt an Loch gekommen wäre. Noch ein Tunnel. Sauklau, die man eh nicht lesen kann. Vielleicht in der Mod? In Arial geschrieben? Oder in Comic Sans? Bitte nicht. Comic Sans, beste Schriftart, oder? Es geht eigentlich, aber es ist halt too long. TLDR, oder wie heißt das? Too long. Flaggert. Too long, didn't read. Medikit. Die Abkürzung kenne ich gar nicht, aber ist eigentlich gut, ne? Ne, wir kommen ja von der anderen Seite jetzt scheinbar. Hä? Pass auf, Mann. Hä? Was denn? Da geht's in die Mitte, oder? Das Ding ist anders hier. Ey, hast du da einen Navigator? Ne, jetzt, da unten geht er nicht. Sind der unter dem Video, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Gut, da geht's glaube ich raus. Überall anders waren wir doch schon, oder? Hä? Zum das Glück. Ist nicht eckig, oder? Das ist doch S-förmig oder irgendwie sowas. Zum Glück haben wir den contained. Ja, den einen. Wenn es jetzt gleich anfängt zu. Sind wir da rausgekommen? War das offen, ne? Ja, von da sind wir hergekommen. Ja, stimmt, da sind wir. Aber da gibt's da gar keinen zweiten. Doch, muss. Da bin ich das erste Mal lang gegangen und gehe jetzt da lang. Da ist bestimmt. Nein. Wie weit geht denn das, Junge? Da kommst du doch nicht auf der anderen Seite von der Tür raus. Da kommst du doch. Keine Ahnung. Außerhalb der Map.
Wow. Nein, und auch noch vor dem Aufzug. Der stand da. Ja. Der Aufzug. Meinst du, wir können da außen rum? Ich heb dir die Blinzel lieber auf. Wobei, ja, stimmt, da steht er. Zackasse. Das wär's jetzt, ey. Oh Gott, bitte lass es da rumgehen. So rein, ja. Augen zur Tür. Gemeistert. Ja, was war das jetzt? Wo sind wir jetzt? Doch auf der anderen Seite. Liegt da hier jemand? Was? Lag da jemand? Vor dem Tor? Ne, ist ein Fleck. Okay. Kommt der hoch? Der Aufzug ist gerade runtergefahren. Warte bitte mal, ich möchte sehen. Dann schicke ich den wieder runter, ey. Ja, das ist gut. Geht das? Stimmt, oder? Ja, heute macht er Zeug, ne? Drückt da die Türen auf, fährt Aufzug. Bald hat er noch so eine Karte in der Hand. So eine Kiekarte. Da hätte ich nichts von dem Paar. Schade. Ja, ich sag ja, das war der Fleck. Nee, ich glaube, der kommt auch nicht. Ja, nicht, wenn du drauf wartest. Das macht er, wenn du... Wenn man es nicht erwartet. Nicht erwartet. Hat auch seine Würde. So. Da braucht man ein besseres Geräusch für die Türen. Warhead, machen wir was im Warhead. Ballistic West oder so. Ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn man die Box of Horrors durchspielt? Ist das ein anderes Ende? Ja, da kommen wir gar nicht ran. Also kein Warhead. Du meinst, wir spielen es jetzt durch? Möglich wär's. Mit GTA vielleicht, weil zurück zu dem Ding kommen wir nicht mehr. Ist das eine Sackgasse nicht? Da geht's doch jetzt dann links lang, oder? Nee. Hä? Ist der Kristall. Mann, so, ja, der verreckste. Mal gucken, was dann passiert. Oh. Heute bist du etwas schreckhaft, hä? Ich bin da so plötzlich Rauch kommt, dann darf man schon mal erschrecken. Oh, jetzt dröhnt's aber, du. Okay, da ist nichts. Red Room. Die heißen, glaube ich, End Room. Ja. Ich ins Red Room. Da vorne steht er. Ne? Ist das eine Sackgasse? Bitte nicht, oder? Ah, das ist oh, das neue SCP. Ja, da verrückt man doch jetzt, oder? Ah, wir haben die Pille, wir haben die Pille. Ja. Hoffentlich hilft die. Oh, da kommen wir nicht rein. Aber ne, oh, da. Oh, wie sieht alles so komisch aus? Ja, ich krieg so ein leichtes Ekelgefühl nur bei dem Gedanken. Da waren das Bilder von so einem Ausschlag, ne? An der Haut. Ja, mich juckt jetzt schon überall. Ja. Also wenn du da reingehst, hast du es. Oh! Gut. Macht der auf? Nee, ne? Der kann normal nicht, ne? Was ist denn toll? Hä? Was liegt da? Keine Ahnung. Das unterschlagen wir jetzt einfach mal. Hast du die Gasmaske eigentlich auf, weil du Angst vor dem Schimmel hast, oder? Stimmt. Nur so eine Frage. Also das sind doch irgendeine Dinge. Ah, der bricht dann aus, oder was? Und da ist offen. Schau mal, das sind doch so ein bisschen so Behälter drin. Ja. Reagenzgläser. Der ist ausgebrochen, Junge. Geh mal weiter. Aber siehst du nichts, ne? Da geht's auch noch rein. Ah, das ist das. Nein, das ist die Night Vision. Da siehst du den erst wahrscheinlich. Memory access violation. What the fuck? Alter, setz es wieder ab. Das spinnt richtig rum. Setz es wieder ab. Kann nichts mehr machen. Testen ihre Spiele eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Wir bauen einfach so eine Brille rein. Die geht nicht. Ich habe jetzt schon Tab gedrückt, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was passiert. Ja, könnte sein, ne? Ja. Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Die Musik hört auch langsam auf. Dann geht es wieder von vorne los. Ne, scheinbar.
Ja. Ja, ja. Was? Was wo? Kann nichts machen. Was? Die Maus geht nicht mehr. Klick da mal drauf. Ja, ihr habt schon. Da aktualisiert das Bild nur, wenn ich drücke, glaube ich. Resume. Stop hiding. Klicken kannst du nicht auf Resume. Habe ich gemacht, habe ich gedacht. Komm. Klick nochmal, komm. Klick halt einfach mal. Ich sehe doch nichts. Klick doch, es ist doch markiert, das oberste. Ich bringe doch nichts, wenn der Cursor ganz woanders ist. Enter. Geht nicht. Escape. Quit mal jetzt. Ja, toll. Gut, dass du jetzt guckst. Es nimmt drauf. Ihr habt's gesehen. Bisschen fail. Bisschen verbuggt auch. Ja. Aber lustig war es trotzdem. Mal ja. Wieder ein bisschen. Ein bisschen Schimmel gesehen. Den haben wir gar nicht. Scheiße, den haben wir jetzt gesehen mit der Kackbrille. Ja. Fuck. Fuck shit. Fuck it fucking shit. Gut. Ja, den Schimmel gibt's dann beim nächsten Mal zu sehen. Am Dienstag, quasi übermorgen, gibt's Daylight, das fette Release. Schauen wir dann, dass wir da mal direkt zwei, drei Episödchen hochladen. Mhm. Und Cry of Fear wollen wir wieder weiterspielen. Sollen wir das managen? Ansonsten wie gehabt. Gucken wir mal. Also ich glaube, es wird geil. Ja. Das Daylight. Abonniert uns schon mal für Daylight oder für weitere Liken, SCP abonnieren, Episoden. Favorisieren, teilen. Und wir sind nicht auf Instagram. Ganz wichtig. Auf Twitter könnt ihr mir folgen. Ja, auf Twitter könnt ihr ihm folgen. Ihm aber noch. Nicht dir. Ich bin auch auf Twitter. Aber ich will nicht gefollowt. Ich bin inaktiv. Willst du kein Leader sein? Ich bin weder Follower noch Leader. Nee, wieso hast du einen Twitter? Keine Ahnung. So. Mainstream. Was du hast, hast du, oder? Ja, okay. Die wollen jetzt haben jetzt inzwischen sogar schon eine Chat-Funktion. Wahnsinn. Kannst du dann hier wie auf Facebook und WhatsApp. Also chattet mal ein bisschen mit ihm. Ich finde jetzt Twitter schon besser als WhatsApp. Das hat an der Stelle schon mal gesagt. Gut, dann wisst ihr Bescheid und wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Tschüss. Fuck you 123, fuck you 123.